Genesis fragt PeteSmeet: Was ist das teuerste Videospiel? Wahrscheinlich irgendeine Collector's Edition, das ihr euch jemals gekauft habt? Da ich mir selber aktiv noch nie eine Collector's Edition oder was ähnliches geholt habe, sondern meistens eher so ein Bundle, wo dann irgendwie drei Teile zusammen auf einer DVD sind und sowas, war mein teuerstes Videospiel jetzt einfach irgendein random Spiel, was, keine Ahnung, 60, 65 Euro gekostet hat. Aber also so Collector's Edition oder ähnliches habe ich mir noch nie gekauft. Kurz im Haus meiner Eltern, das tollste Spiel, das ich mir jetzt gekauft habe, war die Gothic 3 Collector's Edition mit allem Pipapo, Drum und Dram und Gabel mit Kette und sonst was. Weil ich war der absolute Mega-Gothic-Fan. Ich habe mir fast einen runtergeholt, als es dann endlich bei mir in den Händen lag. Und ich war leider sehr enttäuscht. Das war auch tatsächlich meine letzte Collector's Edition, die ich mir seitdem gekauft habe. Ever. Das teuerste Spiel, das ich mir jemals gekauft habe, dabei dürfte es sich um Ni No Kuni handeln. Da habe ich mir nämlich direkt die extra Super Edition geholt. Die hat bestimmt irgendwas an die, weiß ich, 70 Euro gekostet oder sowas. Aber dabei gab es auch dieses lustige Tröpfchen als Kuscheltier. Nicht immer nur bei mir im Bett. So richtig teuer, keine Ahnung, die sind irgendwie alle immer gleich teuer. FIFA ist jedes Jahr gleich teuer. Und ich glaube, FIFA ist einfach das... Nicht das teuerste Spiel, was ich mir je geleistet habe, sondern das Spiel, wo ich am meisten Geld reingesteckt habe. Vielleicht kann man es so nennen. Einfach mit dem Ultimate Team, was man so da an Packs reinsteckt. Das schlägt auf jeden Fall jede Collector's Edition von irgendeinem Spiel. Also da habe ich auf jeden Fall schon einiges reingesteckt. Die waren bei mir alle gleich teuer. Ich habe mir nie eine Collector's Edition oder so gekauft. Ja, ich weiß, Ni No Kuni da oben, aber die gab es umsonst. Ansonsten... Ja, so Command & Conquer war früher damals ziemlich teuer, aber das war noch in D-Mark. Die Super Nintendo-Spiele haben mit 120 Mark damals auch volle, oder 130 auch volle Möhre reingehauen. Aber ansonsten waren die alle ganz normal teuer. Am meisten bezahlt habe ich wohl für WoW, aber das waren die monatlichen Kosten. Deswegen, das waren alles die Standardpreise von 70 Euro für die Konsolendinger und um die 50 Euro für... PC-Spiele. Ja, also früher habe ich nicht so häufig Collector's Editions gekauft, weil dafür war mir die Kohle einfach zu schade, muss ich sagen. Es war ja auch nicht viel davon da, so als Schüler oder als Student. Und dann fing die YouTube-Zeit an und da haben wir die meisten Spiele oder bekommen wir ja viele Spiele gestellt. Und witzigerweise ist, glaube ich, wenn man so rumgeht, Destiny, die digitale Hüter-Edition für 99 Euro, das teuerste Spiel, was ich jemals gekauft habe. Aber außer man argumentiert halt so, dass man im Endeffekt monatliche Kosten mit einberechnet. Weil da habe ich für WoW deutlich mehr bezahlt. Ne? Aber wenn man so von einem Batzen Geld redet, könnte es sogar diese Version sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann mich noch an die Gothic Special Edition erinnern, die ich gekauft habe. Gothic 3. Oh Gott. Aber ich meine, das waren nur 60 Euro oder so. Also das war nicht so unfassbar teuer. Und sonst habe ich keine Special Editions gekauft. Nie. Deswegen, die meisten Spiele, die ich gekauft habe, waren tatsächlich für den PC und dann bei MMOGA, wo es dann noch mal ein bisschen günstiger ist.